Moin moin, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück bei Stellaris. Ja. Wir haben letztes Mal den kleinen Krieg gegen das Geomia Star Empire gewonnen. Haben uns hier unten ein paar neue Welten eingeheimst. Das Projekt wird auch fortgeführt, nachdem wir hier oben durch sind. Weil Projekt für diese Folge. Den hier erobern und hier ein Stück abbeißen. Am liebsten die auch noch, aber das wird wohl nicht reichen. Aber fangen wir erstmal an. So, das System steht natürlich dann ganz oben auf der Liste, was wieder extrem teuer sein wird. Wie in der letzten Folge ja schon gesagt. Ja, 39 Punkte. Super. So, Eral will ich dann haben. Akubens. Na, da sind gleich wieder zwei Planeten drin. So. Und hoffentlich reicht das noch für Rimbof. Ja. Wo ist denn Trim? Gehört nicht zu ihm. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir befreien können vielleicht? Dass der sich uns dann als Vasall anschließt, darf maximal 7 Punkte kosten. Da haben wir einen. Zack, der darf da maximal 7 Punkte kosten, haben wir. Ja, der wird dann ein neues Reich und hoffentlich unser Vasall. Mal schauen. Gucken wir dann nachher auch mal, wo der sitzt. Wen haben wir jetzt wieder als Gegner? War klar. Antak State auch. Kirination und Republic of Lusor. Ja, er hier ist, denke ich mal, wie die in den letzten ganzen Kriegen auch keine Bedrohung. Wobei uns das auch nicht so übel zu nehmen scheint, weil wir dürfen immer noch in seine Grenzen einfliegen. Die hat er noch nicht dicht gemacht. Aber okay. Der ist wahrscheinlich das nächste Mal mit dran. Okay, los geht's. Wird noch gar nicht lange gefackelt. Wird direkt eingeflogen. So, mit der Flotte falle ich direkt wieder im Huntag State ein. Geht direkt die Heimatwelt belagern und los geht's. Tja, im nächsten Krieg gegen die Republik hier muss auf jeden Fall das hier weg. Hostile fleet engaged. Bogen umzufliegen. Hostile fleet engaged. Wenn ich dann nachher angreifen will. Situation log updated. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation updated. Das sollte eigentlich recht schnell alles zerschossen sein hier. Hostile fleet engaged. Ich denke mal, auch mit 8000 Hitpoints wird die nicht lange durchhalten. Die Frage ist, kannst du noch das Feuer auf die Truppentransporter eröffnen? Aber das wäre mir dann auch egal. Ja, kann sie. Aber ist mir auch egal jetzt. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Situation log updated.
Situation Log updated. So, alles weg. Sollte das hier gegessen sein? Teile ich mich gleich wieder auf. Kann ich hier gleich zwei Welten belagern. Wahrscheinlich teile ich mich gleich nochmal auf und fliege da auch nochmal rüber. Ich warte hier aber noch ein paar Minütchen. Vielleicht kommt da ja noch eine Flotte. Oder hat er noch andere Kriege gerade? Ups. So. Och, er hat noch mehr als genug Kriege. Den gewinnt er, den hier nicht. Aber wenn seine Flotte hier ankommen sollte, Enemy planet secured. Dann könnte er die anderen Kriege auch noch verlieren, wenn er dann die Flotte an mir verliert. Oh, nicht schlecht, da kommen ja tatsächlich noch ein paar Transportschiffe. Gucken, wo er damit hin will. Alle mal darüber. Da kommt gleich ein System gewarpt. Vielleicht können wir ihn abfangen. Ich habe vergessen, ihn auf aggressiv zu stellen. Ups. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Ja, genau reingejumpt. Hostile fleet detected. Situation log updated. Ja, ganze Flotte von ihm getuhittet. So, nächstes Ziel Eral. Kann ich mir so lange das hier angucken. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Ja, die Flotte hier wird auch nicht lange machen. Viel zu viel Kleinkram, der einfach gewone-hitted wird. Da gehen nämlich schon die ersten Korvetten. Und die nächsten zwei. Verteidigungswaffen an Bord. Das war das. Noch drei Schiffe. Und vorbei. Situation log updated. Gleich seine Heimatwelt belagern.
performancemäßig läuft das gerade wieder nicht ganz so schön. Aber das ist halt das Problem bei riesigen Galaxien. Die sind extrem hungrig. Wir könnten Rom besiedeln. Hostile fleet engaged. Werde ich auch direkt in Angriff nehmen, parallel. Bin quasi wieder freie Auswahl an Siedler, ja. So, auf die nächste Station. Fertig. Situation Log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation Log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. So, Hostile Fleet wieder engaged. Zwei neue Welten. Hostile Fleet engaged. Oh, kommt ja ein bisschen was zusammen. Komm, Situation Log updated. Transporter abdrehen, aber ganz fix. Hostile Fleet engaged. Hostile Fleet engaged. Bleiben wir schön ein bisschen hinter der Flotte. Boah, was ist das? Oh, hier fährt ein LKW rückwärts. Das ist aber echt laut mit dem Gepiepe. Ich hoffe, das ballert nicht so ins Mikro. Construction complete. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Da kommt wieder ein ganzen Haufen Kleinkram. Hostile fleet engaged. Ups, die Sonne hat angeklickt. So. Ich denke, ich kann die Bodentruppen schon mal landen lassen. Das sollte kein Problem mehr sein. Ich denke mal, bis die gewendet haben und in Schussreichweite der Flotte kommen, ist die Flotte eh erledigt. Situation Log updated. Oh, hat er mir auch eine Korvette zerstört. Den Zerstörer war's. Hostile fleet engaged. Oh, feuert er tatsächlich nur auf die Truppentransporter. Situation log updated. Situation log updated. Dann sind zwei Geschosse und die kamen nicht mal an. Hostile fleet engaged. Colony established. Ab in die Reservate. Diplomatische Beleidigung. Oh, das ist aber, ne? Das interessiert mich jetzt wirklich wenig, aber das interessiert mich schon, warum wir auf einmal wieder ein System zu viel haben. Rom ist es nicht, aber das kann ich schon mal zuordnen. Der Vasall ist auch noch nicht integriert. Ah, okay, hier.
So, der wird sich nach und nach zusammenschließen, der Sektor, dann, wenn das da weg ist. Was, wir werden den Ausbau der... Du hast wohl ein Rad ab. Fängt ja auch schon damit so ein Blödsinn. Enemy planet secured. Situation log updated. Was verbrochen wurde, das habe ja nicht ich in Auftrag gegeben. So, Eral ist erobert. Hostile fleet engaged. Dann als nächstes Akums. Hostile fleet engaged. Ja, ich glaube, hier hinten passiert erstmal nichts. Da teile ich die Flotte tatsächlich nochmal. Mal Hallo sagen. So, direkt einnehmen, den da drunter auch und dann gleich hier rüber. Hostile fleet engaged. Situation log updated. So, ich werde die Flotte jetzt auch mal vierteln hier. Ah, genau, die falsche Eimer geteilt. Na klar. Ihr beide wieder zusammen, du dich teilen. System survey complete. Situation log updated. Nee, habe ich nicht einen darüber geschickt? Hostile fleet engaged. So, räumt hier erstmal auf. Enemy planet secured. So, und jetzt sollte ja eigentlich Hostile fleet engaged. Situation log updated. So, brauche ich ja ein oder zwei Flotten? Zwei. Dann darf eine noch nach gegenüber. So. Anomaly found. Ja, dann untersucht das doch, Mensch. Ne, der ist noch nicht vernichtet. Der gilt wirklich erst als vernichtet, wenn der Krieg beendet ist. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged.
Enemy planet secured. So, haben wir den auch wieder. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Situation log updated. So, die beiden sind Situation log updated. Muss ich gleich nur aufpassen, ob die clever genug sind, engaged. Sich aufzuteilen oder Hostile fleet engaged. Sich dann beide Hostile auf fleet engaged. Werfen. Situation log updated. Ist noch ein Kolonieschiff unterwegs oder nicht? Ich hab doch eins noch Turum geschickt. Hostile fleet engaged. Colony established. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Situation log updated. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Natürlich werfen die sich beide auf einen Planeten, war klar. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Ja, ich hab's ja begriffen, dass sie mit Feindflotten kämpfen. Mensch. Gehen wir doch nicht auf die Nüsse. Hostile fleet engaged. Whoops. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Colony established. Oh, viel Kleinkram. Na klar, dass sie da draußen jetzt unbedingt vom Situation Haus der Baustelle log anfangen updated. Müssen. Hostile fleet engaged. Aber okay, die wollen ja auch mal ihr Geld verdienen. Die Bauarbeiter können da nichts für. Hostile fleet engaged. Tja, Kollege, wenn du jetzt deine ganzen Flotten hier verlierst, dann verlierst du wahrscheinlich auch die anderen Kriege. Das würde ich gut finden. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Mal gucken, wie lange meine Flotte hier noch durchhält. Gegen den Sturm an kleinen Schiffen. Hostile fleet engaged. Jetzt kommt so ein Feuerreichweite. Ja, Kreuzer ist schon draufgegangen. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Enemy planet secured. Oh, sind das viele Torpedos? Das wird wehtun. Vielleicht zieht das jetzt bis zu Ende durch. Hier. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Je mehr ich ihn jetzt vernichte, desto besser ist das für seine Feinde. Könnt ihr ihn auch noch zerfressen. Research complete. Situation log updated. Research complete. Situation das ist log sehr updated. Oh, Flakartillerie. Situation log updated. Situation log updated. Situation log updated. System survey so, complete. Die Welt jetzt auch belagern und dann sollte der Krieg eigentlich auch zu Ende sein. Hostile fleet engaged. Den Planeten haben wir auch erobert. Ja, dann auf zu seiner Heimatwelt. Aber ich denke, das wird vorbei sein, sobald ich hier oben die Welt belager. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Ach komm schon. Situation log updated. Oder ich warte einfach, bis ich genug Kleinkram hier noch reingeworbt habe, dann gewinne ich den Krieg auch. Was? Auf einmal wieder 10 Punkte weniger, warum? Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated.
Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Tote Gouverneure sind nicht gut. Oh, der hier hat schon 2 Sterne. Und ist noch ziemlich jung. Ja, hier hat einer die Belagerung aufgegeben, aber das ist ja schon auf dem Rückweg. So, speichern. So. Zack, hier geht's. Ah, oh, der mit seinem scheiß Kleinkram. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Echt hardcore. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet detected. Hostile fleet engaged. Oh, Ernst. Oh, tatsächlich nochmal eine größere Flotte. Ja, Situation kann ich nochmal das ein oder andere updated. Schiffchen verlieren. Oh, er hat aber schon Situation log updated. Ah ja, er hat doch direkt kapituliert dann. Schade, die hätte ich gerne noch vernichtet, die Flotte. So, direkt pausieren. Ja, die Flotten kennen wir ja schon, die kommen gleich wieder. So, Sektor. So, das nächste Mal die hier. Und am besten noch die hier. Und dann kriege ich ihn nicht. Ja, überlege ich mir, wenn es heute ist. Ist ja jetzt erstmal 10 Jahre Ruhe. Oh Moment, wir haben immer noch zu viele Welten. Ach klar, wir haben ja noch da was erobert. Ja, was? Ich immer noch eine Welt zu viel. Da, Kums, habe ich übersehen. Okay. Ja, das lief ja wie ein Länderspiel. Truppentransporter von den Planeten wieder starten. Einmal alle zusammenfinden lassen. So, jetzt müsste aber wieder ein Reich weniger dabei sein. Es sind sogar wieder mehr geworden. Na super. System Survey. Ja, stimmt, wir haben hier noch eins wieder befreit. Welches ist das denn jetzt? Okay, speichern, so. Gucken wir mal eben, das müsste uns hier mögen. Da. Und das sitzt hier. Mitten im Hunter-State. Na super. Ja klar, deswegen ist es auch wieder einer mehr geworden. Aber er ist so weit weg, dass ich ihn visualisieren kann. Schade, schade.
kriegen wir noch hin. Wir kommen ja irgendwann näher ran. Auf jeden Fall haben wir damit das Hunter-State wieder geschwächt. Wer den haben will, der muss erstmal an mir vorbei. So, lassen wir weiterlaufen. Einmal eben die Truppentransporter verbinden lassen. So, aber ich speichere jetzt erstmal wieder, beziehungsweise pausiere, weil das war schon, wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da. Und ja, wir sehen uns dann morgen.